Ja, also ich bin der Rodi, ich singe und spiele Bass bei der Band 100 Kilohertz. Wir machen Punk mit Bläsern, kein Ska. Das verwechseln Leute oft und gern. Mittlerweile nicht mehr so oft, aber ja, wir machen größtenteils politische Texte. Mittlerweile haben sich da auch so ein paar persönlichere Geschichten eingeschlichen. Im Gesamten sind wir als Band auf jeden Fall politisch links unterwegs. Alle mögen das. Wir alle sind halt aufgewachsen mit politischen Bands und haben halt auch gemerkt, wie krass das Menschen prägen kann, sowohl in der Entwicklung als auch im allgemeinen Lebensweg einfach, wie sehr das auch Leuten helfen kann. Und das ist mittlerweile so mit das Krasseste eigentlich, wenn wir Konzerte spielen und selber so eine Rückmeldung bekommen von Leuten, dass die sich in irgendwelchen Liedern wiederfinden, so wie wir das früher zum Beispiel bei Fahnenflucht hatten, eine Band, die meine Jugend ultra krass geprägt hat, mit denen wir jetzt in den letzten Jahren ein paar Konzerte spielen durften und in sehr, sehr guten Kontakt stehen und sehr gern mögen und da dann halt Leute einfach im Publikum zu haben, die plötzlich unsere Lieder mit der Inbrunst mitsingen, mit der ich dann eine Stunde später im Publikum stehe und die Fahnenfluchtlieder mitsinge, ist einfach ein riesengroßes Kompliment und zeigt halt einfach, dass es irgendwie leider immer noch die Probleme gibt, dass es aber Leuten ganz massiv hilft, zu wissen, dass man die Probleme nicht alleine hat. Also seit 3 Jahren
4 Jahren mindestens sehe ich sowohl Pegida als auch die AfD als eine unfassbar große Gefahr. Und ich dachte immer, es müssen Sachen passieren, damit das so wahrgenommen wird und damit endlich was passiert. Und ich habe gedacht, wenn ein Politiker erschossen wird auf dem Fundament dieser Hetze und dieses Hasses, den die Partei sieht, dass dann irgendwas passiert. Und es ist einfach nichts passiert. Und danach gab es noch Halle und danach gab es noch Hanau und es passiert einfach immer weiter nichts. Und das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber dass nach solchen Sachen wie in Halle und Hanau nichts passiert, das ist mir persönlich klar, weil das halt seit Jahren passiert und da einfach nie Konsequenzen gezogen werden. Aber ich dachte, in dem Moment, wo halt ein Politiker, ein Gewählter von einer sogenannten Volkspartei stirbt, quasi ein Mensch aus deren eigenen Reihen, dachte ich, in dem Moment ist bei denen auch so eine rote Linie überschritten und es werden jetzt Konsequenzen gezogen oder es gibt irgendwie wenigstens ein Umdenken, was es aber einfach nicht gibt, immer noch nicht, was sich an unglaublich vielen Punkten zeigt. Und das ist mega beschissen und deswegen ist es dann so ein großes Ereignis, reicht dann, also ist dann auch gewichtig genug, um das in den Song zu packen, weil der auch in ein paar Jahren noch für mich genau diese krasse Bedeutung haben wird, für andere Leute vielleicht auch. Als Band oder also einige von uns kennen das, weil wir in unserer Jugend Punkbands hatten, wo wir krasse Anfeindungen bekommen haben, vor allem halt von den Leuten, die lokal irgendwie
Probleme mit uns hatten, halt die Nazis, die wir vor Ort hatten und die uns persönlich kannten. Und wir haben darauf gewartet, dass das bei uns als Band passiert. Und es ist bisher glücklicherweise in großem Rahmen ausgeblieben. Wir hatten zwei, dreimal bei halt längeren, krass politischen Statements online den Fall, dass Leute da was drunter gepostet haben. Und wir sind da tatsächlich jedes Mal so damit umgegangen. Also in den meisten Fällen war ich das, der dann sich das angeguckt hat, kurz durchgeatmet hat, darauf gewartet hat, dass alle bei uns im Bandchat schreiben, was ist denn das für ein Punkt, Punkt, Punkt? Und dann gesagt, alle kurz durchatmen und dann halt was sinnvoll Argumentatives drunter geschrieben. Und da das halt Leute waren, die eigentlich immer auf ihre Meinung und Ideologie beharren wollen, war das überraschend, dass das meistens mit zwei, drei Sätzen geklappt hat, das Gespräch zu beenden. Ich mag es grundsätzlich gerne, Gespräche mit guten Argumenten zu führen. Bei vielen Leuten ziehen die halt nicht. Es war auch überraschend, dass es dort geklappt hat. Und die meisten Anfeindungen, die wir haben könnten, wären entweder halt online oder sobald wieder Konzerte stattfinden, entweder direkt nach den Konzerten. Aber was wir halt als Erfahrung auch aus unserer Jugend haben, ist, dass das ganz selten die Bands trifft. Das sind die VeranstalterInnen und das Publikum, die dann halt Probleme haben, wenn Leute denen irgendwo auflauern, entweder direkt nach dem Konzert oder halt den VeranstalterInnen, wenn die dann kennen, auch noch im Nachhinein. Und das ist super eklig und es ist manchmal auch super, super schwer, damit umzugehen, weil wir kommen dahin, wir haben einen coolen Abend, die Leute hoffentlich auch. Und manchmal hängt dann für die Leute aber da halt so ein Rattenschwanz dran, weil das dann die Leute sind, die die Linken in die Stadt geholt haben. Und davor gibt's halt leider super selten Schutz. Drink.
Die Reaktionen auf das Album waren absolut überwältigend und wir hatten, ich finde, wir waren als Band super krass privilegiert im letzten Jahr. Also uns sind so viele krasse Sachen passiert, nicht nur diese beiden Release-Konzerte, mit denen wir eigentlich gar nicht mehr gerechnet hatten wegen der Corona-Situation. Und das war total seltsam, damit umzugehen, weil es war trotzdem viel, viel weniger, als wir geplant hatten. Es war aber viel mehr, als gefühlt alle anderen Bands machen konnten. Und das war so eine komische Schwebe von, es ist gerade Kacke, aber es ist bei uns irgendwie noch viel weniger Kacke als bei allen anderen und bei uns passieren sogar richtig gute Sachen. Mega komisch. Und natürlich dann, umso weiter das gegen Ende des Jahres ging, umso mehr die Zahlen hochgegangen sind, umso mehr wir nicht wirklich eine Perspektive hatten, wie es jetzt weitergeht, hat es schon einige von uns persönlich auch mitgenommen, einfach psychisch. Das ging aber, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten so. Und deswegen war es in gewisser Weise ein Auf und Ab. Wir wissen aber sehr krass zu schätzen, was alles passiert ist und was wir alles an Möglichkeiten hatten, die andere einfach nicht hatten. So. Und da war auch einfach die Rückmeldung vom Publikum. Also das so als... Es gab unglaublich viele Initiativen aus der Veranstaltungsbranche und es ist gefühlt immer noch nichts passiert, um das irgendwie staatlich zu fördern. Und um zu sehen, wie wichtig das ist, sollte es halt einfach nochmal ein, zwei Konzerte geben, wo Leute wirklich den Leuten, die da im Publikum stehen, in die Augen gucken, weil da gab es Leute, denen die Tränen gekommen sind in dem Moment, wo die Musik angefangen hat, einfach weil die das so vermisst haben. Und das ist für manche Leute so wichtig und da entweder die Konzepte zu schaffen oder wenigstens in der Zeit jetzt dafür zu sorgen, dass die Leute, die diese Kultur machen, am Ende dieser Pandemie noch da sind, ist unfassbar wichtig, glaube ich, einfach gesamtgesellschaftlich.